فضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نريد يعني قبل ان نبدا في هذه الدوره ان نتفق على يعني شروط هذه الدوره. أولاً نريد أحوال أن تكون هذه الدورة يعني دورة لله، لا نريد بها لا رياء ولا سمعة ولا أن تأتي لإرضاء أحد أو كذا. نعم. Wir wollen in diesem Unterricht nur Allahs Wohlzufriedenheit erreichen. Wir wollen damit kein Geld oder kein Ansehen in dieser Dunya. الثاني من شروط هذه الدورة يعني نريد أخواننا أن لا يتغيب أحد يعني عن الدورة، طالما أن حضرت معنا الآن إن شاء الله إلى نهاية الدورة ما تتغيب، ولن نقبل أي عذر للغياب إلا عذر واحد وهو الموت، أما غيره لا يقبل شيء. طيب. Die zweite Bedingung ist, jeder, der jetzt gerade hier teilnimmt an diesem Unterricht, muss bis zum Ende dieser Unterrichtsreihe immer dabei sein und wir akzeptieren keine Entschuldigung außer eine Entschuldigung und das ist der Tod. طالب العلم لا بد أن يؤدي حقوق ستة. إنسان إذا أراد أن يطلب العلم، علم الشريعة، لا بد أن يؤدي حقوق ستة. نعم. Und jeder, der jetzt hier teilnimmt, muss die Art und Weise eines Schülers des Wissens haben. Und diese sind sechs Art und Weisen, die sich aneignen muss. حق مع نفسه لنفسه. نعم. Und das ist das Erste. Das erste ist das Recht seiner Seele gegenüber, mit sich selbst gegenüber. Und es gibt das Recht von einem Freund zum Freund, also von einem, mit einem Kollegen zu Kollegen. Und es gibt auch ein Recht auf dieses Buch, was du jetzt lernst, das hat ein Recht. Und dieser Ort, in dem wir gerade lernen, hat auch ein Recht gegenüber uns. Und der Lehrer, der uns diesen Vortrag gibt, hat auch Rechte gegenüber uns. Und das Wissen selber, was wir erlernen, hat Rechte. Bismillah. الأول حق على مع نفسي أو على نفسي. بعدين الحق مع صديقه مع زميله وصديقه وأخيه. بعدين الحق مع المدرس أو حق مع المدرس ومع المعلم. أيوه. وبعدين الحق مع المكان اللي هو فيه اللي يدرس فيه. دقيقة. ما أحد يتكلم إلا من يوجه له السؤال. كانت نبهه. Keiner soll reden, außer derjenige, dem die Frage gestellt wurde. هذا من حق ماذا؟ من حق المعلم ألا تتكلم إلا باستئذان، صحيح؟ أي نعم. طيب. ثم حق مع الكتاب، ثم حق مع العلم. هذه حقوق ستة. نأتي إلى الحق الأول مع نفسي. الكتابة في الدرس ما تصلح. أبو عبد الله. ما نريد الكتابة في الدرس؟ عشان الواحد يركز. اسمع معي. ها يا شيخ. تترجم لازم. الكتابة أثناء الدرس أو التصوير بالجوال أو هذه المسائل اتركوها كلها. Bitte unterlass das Schreiben während des Unterrichtes oder das Aufnehmen. تسمع الدرس؟ وبعد الدرس تراجع مع اخوانك الفوائد تكتبها، اما وقت الدرس لا تكتب. لماذا؟ لانه قد وقت الكتابه تذهب عليك بعض المعلومات. Du hörst den Ders, den Unterricht gut zu und nach dem Unterricht sitzt du dich mit deinen Brüdern hin und schreibst die Nutzen auf, die du heute gelernt hast. Aber wenn du während dem Unterricht schreibst, dann verpasst du Sachen, die der Vortragende sagt.
كنا نتكلم عن الكتاب أثناء الدرس. العلماء رحمهم الله تعالى يقول أي طالب يريد يكتب أثناء الدرس لابد له من شرط وأدب. أي إنسان يريد يكتب في الدرس لابد له من شرط وأدب. شرط وأدب. Sagen, jeder Schüler, der während dem Vers, während Unterricht schreiben will, der hat eine Bedingung und einen Anschlag, den er halten muss. الأدب لابد يستأذن من المدرس في الكتاب. يقول هل تأذن لي أن أكتب؟ نقول لا ما أذن لك. إذا انتهى الكتاب. هذا الأدب. نعم. Was den Anschlag angeht, derjenige, der während dem Unterricht schreiben will, muss erstmal den Chef fragen, darf ich während deinem Unterricht schreiben? Und dieser Chef sagt uns, ihr dürft nicht schreiben. Das heißt, ihr dürft nicht schreiben. الثاني الشرط لابد أن تكتب أن هذا من سماعي لدرس الشيخ لأن هناك فرق بين السماع وبين أن أملي عليه أقول أكتب كذا وكذا وكذا عندما أقول أكتب كذا أنا أستحضر إيش هو يكتب لكن أثناء الإلقاء قد تخرج كلمة أنا لا أريدها مثلا أقصد غيرها نعم. Und die Bedingung ist, dass man nur hört, schreibt, was man hört. Du schreibst aber nicht das, was er dir sagt, dass du schreibst. Weil er sagt etwas, vielleicht sagt er ein Wort, wo er gar nicht will, dass du schreibst. Er meint vielleicht ein anderes Wort. Jibril عليه السلام جاء إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح؟ ماذا صنع؟ أولا ظهر على جبريل أثر طلب العلم. نعم. Und Jibril عليه السلام ist zum Unterricht des Propheten صلى الله عليه وسلم gekommen. Und was ist passiert? Was hat er gemacht? Er hatte erstmal das Ansehen eines Jungen, der Wissen lernen will. Filibase. Nein. In seiner Kleidung sah er aus wie ein Schüler des Wissens. Für Jelsete, عندما جلس, جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم, جلست المتعلم المتأدب. صحيح؟ Nein. Und in seiner Art und Weise, wie er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesessen hat, er saß wie jemand, der lernen will, der mitlernen will. يعني لم يمد رجليه. صح؟ أي نعم. Er hat seine Beine nicht gestreckt, oder? Genau. ما تكلم مع أحد أو استخدم الجوال أو أخذ يضحك أو يلعب أو قاطع النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاطع. Und er hat während dem Unterricht nicht mit jemandem gesprochen oder mit dem Handy gespielt oder den Propheten صلى الله عليه وسلم unterbrochen. سماه النبي صلى الله عليه وسلم سمى جبريل في هذا الحديث عليه السلام سماه ماذا النبي صلى الله عليه وسلم معلم مع أنه متعلم هو جاء سائل لكن كان معلم للأمة صحيح فالواحد منا قد يكون معلم للأمة ولا يدري نعم. Und der Prophet صلى الله عليه وسلم am Ende von diesem Hadith wie hat den Jibril genannt? Hat ihn genannt als einen Lehrer der jemanden etwas beibringt und nicht als einen Schüler obwohl gekommen ist und sich wie ein Schüler verhalten hat. أيضا طالب العلم لا بد أن يعلم أن العلم عادة أو عبادة من يعلم اللي يعرف يرفع إصبعه احنا متفقين الان هذا اداب طلب العلم حتى اللي عندك اسالهم هل طلب العلم هو من العادات او من العبادات und jetzt fragen wir derjenige der wissen lernen will er muss wissen ob dieses wissen lernen eine art und angewohnheit ist eine tradition oder eine anbetung was ist es عباده العباده لا تقبل الا بالشرطين بالاخلاص والمتابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم Und diese Anbetung, wenn das Wissen eine Anbetung ist, wird sie nur mit zwei Bedingungen angenommen. Die erste Bedingung ist die Aufrichtigkeit und die zweite Bedingung ist die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und wenn wir also erfolgreich sein wollen, dann müssen wir aufrichtig zu Allah sein, wenn wir das Wissen lernen. Und wir müssen es so lernen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beigebracht hat. التواضع طالب العلم ما يتكبر على العلم ولا على العلماء. Und dazu gehört, dass man demütig ist. Der Schüler des Wissens hat keinen Hochmut gegenüber dem Wissen oder gegenüber den Gelehrten. الصدق أن يكون صادق طالب العلم لا كاذب. Und dass der Schüler des Wissens immer wahrhaftig ist, immer die Wahrheit sagt und nicht lügt. يحفظ الدرس يراجع نعم und dass den Unterricht speichert bei sich und immer auch wiederholt هذا شيء مما يتعلق بأدب طالب العلم مع نفسه نعم
Und das sind alles Sachen, die aufgezählt wurden, die gehen zwischen dir und zwischen dem Schüler des Wissens und sich selber. Das ist bei ihm. الثاني مع زميله مع صديقه حق طالب العلم مع زميله مع صديقه. Und die zweite haben wir gesagt, dass das Recht eines Schülers des Wissens mit seinem Freund, der auch Schüler des Wissens. لابد أن نتعاون على ماذا؟ على البر والتقوى. نعم ولا يمكن أن نتعاون على الإثم والعدوان. فالمؤمن مقاتل أخي كل واحد منا يعلم الآخر نتعاون في الحب في المراجعة وغيرها. Und wir müssen einander helfen in der Güte und Gottesfurcht und nicht in der Sünde und in der Übertretung. Und deswegen, der Bruder ist der Spiegel seines Bruders. Und das Recht gegenüber diesem Ort, wo wir sind. كل واحد منا مسؤول عن هذا فلا بد ان لا تسعى في خراب هذه الاماكن ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها خراب المساجد نعم und diese Orte haben auch eine Verantwortung und wer trägt diese Verantwortung nur der Vorstand dieser Moschee oder jeder einzelne der hier ist Jeder Einzelne, der hier ist, muss Verantwortung für diese Moschee tragen. Und es darf niemals sein, dass er von denjenigen ist, die wollen, dass diese Moschee untergeht oder geschlossen wird. Denn Allah sagt im Koran, und wer ist ungerechter als derjenige, der will, dass die Moscheen Allahs zugemacht werden oder sie zu verhindern. Und darin wird Allahs Namen gedenkt. Emma, Kharab Hissi, auch Kharab Ma'ani. وكذلك عمارة المساجد عمارة حسية وعمارة معنوية نعم und man kann diese Moschee diejenigen die versuchen sie zerstört man auf zwei Arten weisen einmal in Wirklichkeit und einmal durch die Aussagen durch die Bedeutung die sie machen hier in der Moschee und auch diese Moscheen zu gründen und auf den Beinen zu halten das geht einmal mit Taten und auch einmal in der Bedeutung عمارة حسية بالبناء والفرش والإضاءة مثلا والنظافة نعم und wenn man diese Moscheen zum Beispiel bauen will dann geht das indem man hier Licht reinmacht und Teppiche hinlegt und Stühle und so weiter عمارة معنوية نجعل المساجد أماكن للصلاة للتوحيد لذكر الله لقراءة القرآن لطلب العلم نعم aber wenn man diese Moscheen aufbauen will mit einer Bedeutung dann wenn man hier Koran liest und wenn hier gebetet wird und wenn hier Allah gedenkt wird ضد عمارة المساجد خراب المساجد خراب حسي أو خراب معنوي. Und das Gegenteil von einer Moschee aufbauen ist eine Moschee zu zerstören. Die kann man auf zwei Arten und Weisen zerstören. Einmal in Wirklichkeit, also mit Gefühl, und einmal in der Bedeutung. خراب حسي بالهدم ورمي الأوساخ. Und wenn man wirklich die zerstören will, dann indem man die aus in Steine haut oder hier Dreck reinschmeißt. خراب معنوي نجعل المساجد أماكن للشرك. Und wenn man die Absicht hat, sie zu verunreinigen, also in der Bedeutung, dann wenn man hier Schirk macht, zum Beispiel die Beigesellung zu Allah. In der Bid'a. Oder in der Erneuerung, die Bid'a. يلعب في الجوال مثلا في المسجد يبحث عن النغمات عن الرسائل القديمة يرسل رسائل أو صور أو مقاطع فيديو وكذا. Wenn jemand hier zum Beispiel mit seinem Handy spielt und Sachen schickt und Sachen empfängt und Videos postet. يجعل المسجد مكان للعب للأكل للشرب للنوم مثلا. Oder er macht die Moschee zu einem Ort, wo man spielt, wo man schläft, wo man isst und trinkt. لا مانع أن الإنسان يأكل ويشرب وينام في المسجد. لا مانع فيها. لكن أن نجعل المساجد أماكن كالمطاعم أو الفنادق لا الأكل بها والشرب وكذلك النوم يكون في أوقات محددة في حاجة الإنسان صحيح أما أن تجعلها أماكن لشرب القهوة والاتكاء وحديث حديث الدنيا وغير هذا ما يمكن يكون هذا المسجد Er spricht nichts dagegen, wenn man hier in der Moschee etwas isst, oder trinkt, oder schläft. Aber das nur zu einer Zeit, wo es passend ist. Aber man sollte diese Moschee nicht zu einem Hotel machen. Oder zu einem Restaurant, wo nur gegessen wird. Hier geht es hauptsächlich um die Anbetung. حق مع الشيخ
الناس انقسموا تجاه العلماء إلى طرفين وسط، إفراط وتفريط وسط. قسم يعظم ويتمسح ويركع ويسجد حتى يعبد العلماء. نعم. Und jetzt kommen wir zum Recht des Gelehrten gegenüber uns. Es gibt darin drei Arten von Menschen. Die einen, die übertreiben, die einen, die untertreiben und diejenigen in der Mitte. Diejenigen, die übertreiben, die beten den Chef fast schon an. Sie machen Verbeugung zu ihm. Sie streichen über ihn und streichen dann über sich selber. Und diejenigen auf der anderen Seite, sie beleidigen den Chef, sie reden schlecht über ihn, sie zeigen seine falschen Seiten auf, obwohl es keine sind. وقسم أسأل الله يجعلني وياكم منهم أو ما على السنة والجماعة لا إفراط ولا تفريط. نعم. Und der mittlere Teil, möge Allah uns allen dazu machen, ist der Teil von Ahlus Sunna wal Jamaa, die weder übertreiben noch untertreiben. فالمحبة الحقيقية للعلماء أنكم على ما كان عليه السلف الصالح. نعم. Und die wahre Liebe zu unseren Gelehrten bedeutet, dass wir so sind wie unsere rechtschaffenen Vorfahren. تأخذ العلم من تأخذ من عالم العلم. Du nimmst das Wissen von ihm. ثم تعمل به. Danach machst du Taten mit diesem Wissen. ثم تدعو إلى الدعوة إلى الله. Danach machst du Dawa, also du rufst die Leute zu diesem Wissen. تدعو للعالم في ظهر الغيب. Und danach machst du Bittgebete hinter seinem Rücken. تذب عن عرضه. هذه تذب عن عرضه يعني تدافع عنه. Und du verteidigst ihn. هذه المحبة الحقيقية. نعم. Und das ist die wahre Liebe zu den Gelehrten. السادس عندنا حق مع العلم اللي تعلمت. يعني الآن إذا تعلمنا شيء قامت الحجة عليك بهذا الذي تعلم. فماذا تصنع به؟ نعم. Und das sechste hat wir gesagt, das Recht des Wissens, was wir jetzt erlernen. Wenn du jetzt hier etwas lernst, dann ist das ein Beweis gegen dich und du musst damit Taten machen. تحفظ هذا العلم. Du speicherst dieses Wissen, du lernst es auswendig. تعمل به. Du machst Taten damit. تدعو إليه. Du rufst dazu. تكرر وتراجع دائما. Und du wiederholst und wiederholst immer. طيب هذا ما يتعلق الآن بشروط هذه الدورة. إذا اتفقنا على الشروط مشينا وإلا مشينا. إما الموافقة والمفارقة. فنريد أخواننا نتفق. أنا ما أطيل عليكم إن شاء الله تعالى يعني كل درس مثلا يعني نأخذ ساعة إلا ربع 45 دقيقة. بإذن الله أنا ما أطول عليكم عن هذا في كل درس وإن شاء الله يعني هذه الأمور تكون يعني فيها أوجب الواجبات لكم. نعم. Und das sind die Bedingungen von dieser Wissenswoche. Und wenn ihr einverstanden seid mit diesen Bedingungen, dann geht es los. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann geht er los. Seid ihr einverstanden? يخرج الجوال ونسحبه منه متفقين؟